Herzlich willkommen zur Osternacht. Diesen Gottesdienst wollten wir eigentlich, wie es an St. Michaelis Tradition ist, in einer längeren Version in der Nacht zum Ostersonntag feiern. Aber auch als digitalen Gottesdienst feiern wir ihn mit allen wesentlichen Elementen. Besonders die biblischen Lesungen sind so ein wesentliches Element. Um das Osterevangelium herum erinnern wir uns an die Passion Jesu, an Gott als Schöpfer und als Befreier. Wann immer Sie diesen Gottesdienst am Bildschirm feiern, denken Sie daran, dass er aus dieser Nacht, die anders ist als andere Nächte, zu Ihnen kommt. Möge Sie das Geheimnis dieser Nacht, möge Sie Gottes Segen berühren. Aus einer Predigt des Apostels Petrus. Ihr wisst doch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Alles begann in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Damals hat Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und ihm Kraft geschenkt. Wo immer Jesus hinkam, tat er Gutes. Er heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott stand ihm bei. Und wir sind Zeugen für alles, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Zuletzt hat man ihn an den Holzbalken gehängt und umgebracht. Aber Gott, aber Gott hat ihn am dritten Tage auferweckt und ihn als Lebenden erscheinen lassen. Aus dem Prolog zum Johannesevangelium. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und dieses Leben bedeutete das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit, und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Das Osterevangelium nach Matthäus. Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria
um nach dem Grab zu sehen. Und sieh doch, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und seine Kleider waren weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern. Sagt ihnen, Jesus wurde vom Tod auferweckt. Seht doch, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Seht doch, ich habe es euch gesagt. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. Und sieh doch, da stand Jesus vor ihnen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. Da sagte Jesus zu ihnen: Habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern: Macht euch auf nach Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen. Thank you.
In der Osternacht feiern wir im Licht von Ostern den lebendigen Gott, den Gott allen Lebens. Die Osterbotschaft vom Sieg des Lebens über den Tod lässt auch unseren Glauben aufleben und neu hören, was über diesen Gott gesagt wird. Im großen 104. Psalm singt der Beter sein Lob der Schöpfung und des Schöpfers. Von ihm lassen wir uns erinnern, dass wir ein Teil dieser Schöpfung sind, die wir beschützen und bewahren sollen. Gottes Geschöpf unter Geschöpfen Gottes. Wir hören einen Ausschnitt aus diesem Schöpfungsgedicht. Herr, mein Gott, wie groß bist du! In Pracht und Schönheit bist du gekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel. Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. Frisches Quellwasser schickst du die Täler hinab. Alle Tiere auf dem freien Feld trinken daraus. Vögel des Himmels bauen Nester an ihren Ufern. In den Zweigen trällern sie ihr Lied. Für das Vieh lässt du saftiges Gras wachsen und Getreide für den Ackerbau des Menschen. So wird Brot aus der Erde hervorgebracht und Wein, der das Menschenherz erfreut. So wird Salböl für ein strahlendes Gesicht bereitet und Nahrung, die das Menschenherz stärkt. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr! In Weisheit hast du sie alle gemacht. In dieser Nacht feiern wir den Gott, der befreit. Wir stimmen ein in das Bekenntnis Israels zum Gott, der befreit und in die große Freude über seine reichen Gaben. Wir hören dieses Bekenntnis aus dem 5. Buch Mose. Ein heimatloser Aramäer war mein Stammvater. Er ging nach Ägypten und lebte dort als Fremder. Damals waren sie nur eine kleine Gruppe. Doch sie wurden dort ein großes Volk, mächtig und zahlreich. Da behandelten die Ägypter uns schlecht und unterdrückten uns. Sie zwangen uns zu harter Arbeit. Wir aber schrien zum Herrn, dem Gott, unserem Vater. Der Herr hörte uns schreien und sah unser Elend, unsere Mühsal und unsere Unterdrückung. Er führte uns aus Ägypten mit starker Hand und machtvoll ausgestrecktem Arm, großartig und schrecklich zugleich. Er vollbrachte Zeichen und Wunder. Dann brachte er uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, in dem Milch und Honig fließen. Freu dich über all das Gute, das der Herr, dein Gott, dir schenkt und allen, die zu dir gehören. Teile deine Freude auch mit dem Leviten und dem Fremden, der bei dir lebt. Den lebendigen Gott und den Gott, der befreit, feiern wir in dieser Nacht. In der Taufe kommt für uns beides zusammen. Gott schenkt uns neues Leben und Befreiung von dem, was uns am Alten festhält. Lasst euch erinnern an eure Taufe. Hört, wie Paulus davon der Gemeinde in Rom schreibt.
Ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genau so sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Osternacht ist die Nacht des Geheimnisses. Nicht irgendeines Geheimnisses, so wie vielleicht für uns als Kinder die Weihnachtsgeschenke vor der Bescherung ein Geheimnis waren. Auch keine Geheimnistuerei um Dinge, die gar nicht so geheimnisvoll sind. Und auch kein militärisches oder Betriebsgeheimnis, das man schützen muss wie einen Besitz. Nein, in der Osternacht geht es um das Geheimnis unserer Existenz. Wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen, warum wir da sind. Es geht, wie ein Theologe das einmal gesagt hat, um Gott als Geheimnis der Welt. Die Osternacht ist die Nacht des Geheimnisses und nicht die Nacht der Erklärungen. Und die atemberaubende Nachricht von diesem Geheimnis ist die Botschaft des Engels an die Frauen am Grab. Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Die atemberaubende Nachricht: Gott hat den Gekreuzigten nicht hängen lassen. Gott bekennt sich zu ihm. Wir sollen Gott nicht mehr denken ohne das Kreuz Jesu. Und wir sollen das Kreuz nicht mehr ohne diese Botschaft denken. Gott hat ihn, den Gekreuzigten, vom Tod auferweckt. Wer soll sich darauf einen Reim machen? Es gibt keine einfachen Antworten auf die Frage nach der Auferstehung des Herrn. Was hier geschieht, bleibt ein Geheimnis. In keinem der biblischen Evangelien wird die Auferstehung direkt erzählt. Sie ist immer schon geschehen, was immer das Wort geschehen an dieser Stelle bedeutet. Die Frauen kommen immer schon zu spät. Und wir erst recht. Und selbst dann gibt es noch so viele Unterschiede in dem, was erzählt wird, wie es sie an keiner anderen Stelle in den Evangelien gibt. Angefangen von der Zahl der Engel, über die Frage, ob das Grab schon offen war oder erst von einem Engel geöffnet werden musste, als die Frauen kamen, bis hin zu eklatanten Widersprüchen im Ablauf der Geschehnisse. Keine einfachen Antworten. Eine schlichte Jesus-lebt-Euphorie wird mir jedenfalls ziemlich schnell peinlich. Jesus lebt, die Hasen sterben aus, hat Kurt Marti einmal gespottet. Uhu klebt, war der ironisch böse Reim auf den gut gemeinten frommen Satz. Nein, wir haben keine schlichten Tatsachenberichte. Aber wenn wir uns auf die Geschichten einlassen, die erzählt werden, dann spüren wir in ihnen dieses Geheimnis. Wir spüren eine Kraft, die nicht zu fassen ist. Wir erleben, wenn wir mit innerer Beteiligung lesen, den unbegreiflichen Umschwung vom Tod zum Leben mit. Von diesem Umschwung, von dem die ersten Zeugen überwältigt waren. Ja, wann, wenn nicht in dieser Nacht, kann ich das Leben spüren, wie es wirklich ist? Stark, pulsierend, unbesiegbar, ewig, größer als der Tod. Ja, auch wenn ich das oft nicht glauben kann, größer als der Tod. In dieser Nacht, die anders ist als andere Nächte, komme ich dem Geheimnis näher. Und wenn ich auch nur hinterher stolpere, mit offen staunendem Mund, mit unsicheren Stimmen,
die Stimme belegt, der Verstand im Ausnahmezustand. Das Herz und den Kopf voll von den Erzählungen dieser letzten Tage Jesu, voll von den Geschichten, die an mein Leben rühren und alles hervorholen, was in mir ist. All die Erfahrungen mit dem Tod und mit dem Leben, mit den Tränen und mit dem Jubel, mit der Trauer und mit der Hoffnung. Ich will das glauben und in dieser Nacht spüre ich es in mir, das Leben ist stärker als der Tod. Die Hoffnung umfängt die Trauer, die Tränen ersticken den Jubel nicht. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und der Friede Gottes, der die Vernunft in ihre Schranken weist und deshalb höher ist, als wir es denken können, dieser Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Christus Jesus, du Auferstandener, du machst alles neu. Wir loben dich und feiern deinen Sieg über den Tod. Christus Jesus, du Auferstandener, wir loben dich und bitten dich, stimme in uns das Lied der Freude an. Stimme in den Trauernden das Lied der Freude an. Stimme in den Traurigen das Lied der Freude an. Du bist unser Trost und Leben. Christus Jesus, du Auferstandener, wir loben dich und bitten dich, stimme in uns das Lied der Hoffnung an. Stimme in den Enttäuschten das Lied der Hoffnung an. Stimme in den Kranken das Lied der Hoffnung an. Du bist unsere Hoffnung und unsere Freude. Christus Jesus, du Auferstandener, wir loben dich und bitten dich, stimme in uns das Lied der Auferstehung an. Stimme in den Sterbenden das Lied der Auferstehung an. Stimme in deiner ganzen Schöpfung das Lied der Auferstehung an. Du bist die Tür zum Leben. Christus Jesus, du Auferstandener, wir loben dich und bitten dich, stimme in uns dein Friedenslied an. Stimme in den Herzen der Mächtigen dein Friedenslied an. Stimme an den Orten von Hass und Gewalt dein Friedenslied an.
Du bist der Friede, der die Welt durchdringt und verwandelt. Wir beten mit Jesu Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch heute und alle Tage Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.